Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tri-War. Wir sind hier nicht bei Star Wars. Und die Ender Quarry ist endlich fertig geworden. Und die restlichen Aufnahmen, wo ich eigentlich das alles gebaut habe und so, sind nur zur Hälfte verfügbar. Das heißt, wie Tri-War 2 und 3 haben sie nur die Hälfte des Bildes zu sehen. Das finde ich echt stressig. Und deswegen werde ich jetzt lieber eine Aufnahme nochmal machen. Okay. Und ja, dann laufe ich mal hier hin. Und nimm die ganze Zeit das Cabestan raus, wie ein kleiner Müllmann, der den Müll wegträgt. Was habe ich endlich für eine Scheiße? Kann wahrscheinlich an der Uhrzeit liegen. Na gut, sind ja eh schon so gut wie Ferien. Ist ja nicht so schlimm. Nehme ich mal ein bisschen. Okay, so, ups. So, gut. Werde ich mir erstmal die Rüstung nehmen, obwohl die fast kaputt ist. So. Habe ich immerhin etwas. So. Jetzt werde ich die Quarry nochmal nach rechts verschieben. Ich mache irgendwie gar nichts anderes mehr, aber solange niemand online ist, kann ich auch niemand angreifen. So. So. Hier ist noch ein bisschen Marmor. Nicht schlecht. Aber Leute, wenn ich einen Gegner finde, ne? Ich schnetz den weg mit meiner Spaß oder mit meinem 9,25 Rubinschwert, was 9,25 Damage macht. Ist echt nice. Muss ich noch kurz mal aushängen. Hier ein bisschen mit Licht und so. Hier ist eine kleine Höhle. Krass. Im VBT bekamst du doch von Kleptomatik echt so einen Arschweg, dass dein Recht behaart ist, Arschloch, und danach direkt
Alter. Komm. So. Okay, dann hätten wir es auch gleich mal. Es ist einfach nur eine Farmfolge, Leute. Mehr ist es eigentlich nicht. So, so. Hallo. Ich kann kurz mal wegpacken. Im VBT bekamst du doch von Kleptomatik echt so Arschfick, dass dein recht behaartes Arschloch und danach direkt der Darmriss. Wie kann man gegen so eine Mission verlieren? Ey, das ist ja fast noch peinlicher als dich zu recherchieren. Du bist übermotiviert bis in das 16. gerauscht. Doch von 6 von deinen Gegnern gab die Hälfte einfach auf. Das ist keine Leistung, Kevin, das ist einfach beschissen. Denn von 3 schlechten Gegnern hat dich einer zerrissen. Was du machst, ist Fließbandarbeit, das ist leicht an irritieren. Denn wer lässt dich daran bitte so viel Scheiße produzieren? Aber ist schon ganz okay, so weil das eigentlich keiner merkt. Scheiße bist, ey, und du machst immer noch auf Straßen mit. Doch hinter der Fassade steckt dann nur ein Behinderter, der Harlem Shake tanzt. Mit Oberkörper frei und diesen ganzen ach so riesen Muskeln benimmst du dich dann trotzdem wie eine maskuline Schwuchtel. Fucking every girl in the club. Bei Freshers Fuck wird auch Kleidung für Männer gemacht. Doch das eine Teil war wohl nur für dich selber gedacht. Und Julian könnte jetzt sagen, dass ich mir das alles aus den Fingern sauge. Doch nach diesem Clip von gerade kann er mir das sicher glauben. Ich mach dich zum Destruktor, dann zählt hier nicht dein schwuler Flow. Weil du in der Regel argumentfrei bist, du Hurensohn. Was laberst du von Dopamin? Das bekommst du höchstens nach der Runde, weil du sonst nach einem Kreislaufschock im Koma liegst. Ich hab mir alle deine Videos gegeben und versuche seit dem Tag mit deinem Tinnitus zu leben. Ey, Rapido, sei mal Leben still besser. Du lässt das Rappen sein, sonst schlag ich mit nem Dezibelmesser auf dein.
deine Fresse ein. Ich wollte von dir eigentlich ein Double engagieren, aber keiner war bereit, so einen Hurensohn zu spielen. Ja, denn alle Menschen dieser Erde schämen sich für deine Kunst, denn du bist sogar für den Namen Kevin eine Beleidigung. Alles, was du sagst, wird ein gescheiterter Versuch, mich zu treffen, denn ich nehme dir jetzt einfach den Bezug, weil du sagen wirst, dass ich vielleicht aufgrund deiner schrägen Nase oder weil ich schiefe Zähne habe, das Bandana trage. Ist mir scheißegal, du Hurensohn, hier geht's um Battle Rap und nicht darum, was unter einem Bandana steckt. Ich hab weder Ersteres noch Weiteres und gar nichts, was mir peinlich ist, und deine Bitch wird heiß, denn ich beweise das mit meinem Gesicht. Du hast selber mal mit einem Bandana gerappt, du Bitch. Aber heute so, da habe ich eben kurz mal den Reaktor wieder aufgebessert. Das ist mein... Oh. Bei mir hat es einen Grund, warum man mein Gesicht nicht sieht, weil sie sonst auf Anhieb jede Bitch verliebt. Er will eine Bitch verführen und schon fällt sie direkt in Ohnmacht, denn bei ihm war das Bandana nur ein Filter für die Umwelt. Ihr haltet euch für ganz coole, doch deine Kugel steht aus euren Söhnen und davon ein Kevin und eine Schule. Jetzt will er betteln, wo ich mich später verlieren, aber hat dann wieder Zeit und kann ne Choreo studieren. Bei dir und anderen Rappern, die grad tanzen im Trend, denn man sieht es an der Choreo vom K-Element. Und ey, ich würd mich nicht mal wundern, wenn ich dich nicht mal wundern, zu mir sagst, komm, wir klären das und dancen um die Wette. Timeatic ist ein Angstgegner, denn ich bin dir um meinen Schritt voraus, als wäre ich dein Tanzlehrer. Jetzt geht die Bitch auf Distanz, denn er macht es auf Straße, doch hat nur Latein. Hab ich einfach ein bisschen gefarmt. Ja, gut, Leute, das wird jetzt hier noch weiter laufen. Die Sache ist, ich kann halt nichts machen. Was soll ich denn machen, bitte? Es farmt für mich, ich produziere Energie. Ja, gut. Dann sage ich einfach mal, was ist für diese Folge? Es ist halt eine kleine Folge. Minecraft Tri-War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Ich bin einfach viel zu kaputt jetzt gerade. Okay. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht und ciao.